Tja, wo war sie? Die Vase. Das wissen wir noch nicht, aber das wollen wir herausfinden. Und damit willkommen zurück zu Thieve aus dem Hause Dave Durden TV. Eine neue Aufnahme, ein neues Glück vielleicht, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Irgendwo läuft hier jemand entlang. Vielleicht können wir ihn oder sie erhaschen. Wäre schön. Wir sind hier im Unterschlupf der Diebesgilde. Und wir wollen eine Vase von Lord Randall stehlen oder von den beiden Lords Randall, Lord Randalls, die sich wohl nicht einigen können, wem der Reichtum da gehören soll und so, und die sich wohl im besten Fall der Fälle gegenseitig beschuldigen und uns dann nicht verdächtigen. Wir haben auch schon einiges gemacht hier. Also wir sind hier durch den Hintereingang quasi den Lieferanteneingang hineingekommen. Und müssen jetzt mal irgendwie ein bisschen klarkommen hier. Das hier sieht mir sehr interessant aus. Ja, heute perfektes Wetter übrigens für eine Thief-Aufnahme. Es ist regnerisch draußen, düster. Ach geil, das ist wirklich das perfekte Wetter für sowas hier. Will ich die Tür nehmen oder will ich da drüben durch? Weiß es nicht. Alternativweg wäre da hinten an dem Kamin vorbei. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Huch. Die ist zu. Da ist das andere Zimmer. Könnte jetzt lustig werden. Genau, hier war der Haupteingang, den wir jetzt auch noch in der letzten Folge aufgebrochen haben. Was ich zuerst nicht gecheckt hatte, dass es der Haupteingang war. Oh. Und ein Schlüssel. Ach, der Restaurant-Key, genau. Über uns ist ja ein Restaurant und wir sind quasi unter dem Restaurant, in diesem Unterschlupf der Diebesgilde. Und ich glaube, ich werde mir jetzt mal angewöhnen. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Oh. Das hier zuzumachen. Ich meine, die werden sehen, dass das Geld fehlt und so, aber... Letztendlich... Beide Türen sind zu. Ich glaube, ich würde... Irgendwie würde ich gerne diese hier nehmen. Ist vielleicht ein totaler Fehler. Möglich ist das. Ich überlege gerade, eigentlich wäre es sinnvoller, die andere zu nehmen. Denn hier hätten wir zumindest eine Kerze, die wir löschen könnten. Ich glaube, das mache ich auch. Auf zu stöhnen da. Wie auch immer das stöhnt. So. Weil bei der elektrischen Lampe können wir ja nichts machen. Okay. Oh. Dann muss ich wohl... Nein. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weder die Lockpicks noch der Schlüssel passt. Ja, dann müssen wir die Tür nehmen. Okay. Ja, ein Wasserfall geopfert, aber dann so be it. Oh. Ich warte mal eben, bis er wieder rumkommt. Ich werde mich dann
seine Anwesenheit entledigen. Zumindest in bewusstem Zustand. Nice. Ich glaube, die sind am Schlafen, kann das sein, die anderen? Und er ist die einzige Wache hier? Vielleicht ist das auch so ein bisschen Wishful Thinking, was ich gerade habe. Das gute alte Wishful Thinking. Wo lege ich dich denn mal hin? Ach, weißt du was? So weit sind wir ja nicht weg. Jetzt gerade geht's ja. Genau. So. Ach, das war die Tür, okay. Mal einen richtigen Safe machen. So. Ich bereue es ein bisschen, aber ich hatte nicht wirklich die Möglichkeit, also ich habe sie hinterher nicht mehr gesehen, als der Alarm aktiviert war, dass ich in der letzten Mission nicht unten noch bei Ramirez nochmal weiter rumgegangen bin, denn ich habe nochmal reingeschaut. Ich habe nochmal reingeschaut in die letzte Aufnahme, wie ich das manchmal dann nochmal vor der nächsten Aufnahme mache, um mich nochmal ein bisschen neu zu orientieren, weil manchmal liegen ja ein paar Tage dazwischen. Jetzt hier gerade nicht, aber mach's trotzdem. Und da hatte ich gesehen, dass bei ihm, bei dem Ramirez unten, wo dieser Alarm an war, auch noch so eine Schatztruhe stand, die wir noch hätten öffnen können. Und uns fehlte ja nicht mehr so viel Beute. Das heißt, eventuell hätten wir sogar fast alles bekommen. Aber aufgrund des Alarms und der aufgeschreckten Wachen dort, ja, habe ich jetzt keine Möglichkeit leider gesehen, dann noch da irgendwie was zu reißen. Schade im Nachhinein. Vor allem mit dem Wissen, dass wir so viel gefunden haben. Aber was willst du tun, um es mit einem glorreichen Meme-Tuber, alten deutschen YouTuber zu sagen? Angry German Kid. Was willst du tun? Ich kann mit dem Basement Key ja wahrscheinlich nicht hier, den Restaurantschlüssel. Nee. Aber er hat auch keinen Schlüssel gedroppt, oder habe ich einen anderen aufgenommen? Nee, habe ich nicht. Bisschen ASMR hier, ne, heute. Schnarchgeräuschen. Schneidet auch ganz schön laut. I got you now, Tapper. Willst du mich verarschen? Willst du mich what the fuck? Okay, das muss ich irgendwie anders machen. Die Frage ist, hat er einen Schlüssel bei sich? Na, kann ich? Nee. Davon ist er nicht wach geworden. Ich glaube, er hat auch keinen Schlüssel. Oh. Gut, ne? Diebeskill halt. Die haben natürlich auch ein bisschen Ausrüstung. Ach, guck mal hier, den Schacht kennen wir doch. Schacht Konrad. Oh. Ist aber ein anderer Schacht. Ich habe mich vertan. Es ist ein anderer Schacht. Da möchte ich natürlich erst noch hier oben schauen, was hier los ist. Ich glaube, viel fehlt da nicht mehr. Ach, guck mal. Okay. Das heißt, wir müssen da runter. Nein. So. Hm.
Ja, das ist natürlich blöd. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir da oben, da unten, meine ich, dass wir da einen Schlüssel für diese Truhen hier finden. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es bei ihm was gäbe. Ich kann mich aber auch täuschen. Kann ich von hier? Nein. Er hat aber auch keinen Schlüssel. Oh. Okay, es wäre lustig, wenn in der Truhe der Schlüssel für die andere Truhe wäre. Kein anderer Schlüssel drin gewesen. Wäre auch irgendwie merkwürdig gewesen. So. Noch irgendwas zu finden oder so? Nein? Jo. Ich glaube, da müssen wir da runterfallen, ne? Ich glaube, in den Fässern ist auch nie irgendwas drin. Woanders konnten wir nicht hin. Nee. Ja gut, dann ab dafür. Geht's noch weiter runter? Das heißt, wir müssen uns fallen lassen sogar. Sehe ich das richtig? Ach, Moment. Ich habe aber eine Idee, was ich machen kann. Ach so, nee, geht nicht. Ich denke immer, ich könnte diese Fässer nehmen und dann irgendwie transportieren, woanders hinstellen, aber ich glaube, da bin ich dann doch ein bisschen zu optimistisch, was meine Stärke als Garrett angeht. Nee, ich möchte ganz gerne, wenn ich irgendwie kann. Und ich kann das nicht. Ich wollte eigentlich einen Moosfall hier runterschießen. So. Irgendwas anderes zu essen gefunden? Nö. Ja. Ich glaube, da... Also ich höre jemanden gehen, aber ich glaube, der kommt hier nicht entlang. Das ist schon mal ganz nett. Und ich muss noch mal eben... Heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Ich muss noch mal eben meinen Timer stellen. Okay. Kleinen Moment. So. Bin sofort wieder bei euch. Kleinen Moment. So. Aber was sein muss, muss sein. What has to be, you know. Wie hier sofort die Musik wechselt, ne? Ist halt so simpel gemacht eigentlich, wie gesagt, so ein Triggerpunkt am Boden oder so. Ich mir eben erstmal ein... My eyes must be playing tricks on me. I think I'd be used to rat noises by now. Erstmal eben ein bisschen Überblick verschaffen hier. Oh, pfeift doch nicht so polyphon. Vor allem nicht im Kanon. Klingt nicht gut. Ich hätte ganz gerne etwas... Ich möchte nicht spoilern. Ich weiß noch nicht mehr ganz 100 Pro, wie es dazu kam. Oder ob es in diesem Spiel ist oder erst im zweiten Teil. Aber ich hätte ganz gerne noch eine andere Fähigkeit, in Anführungszeichen, die wir in Thief Deadly Shadows haben. Aber die ich hier noch nicht habe. Um mich besser umschauen zu können. So viel kann ich sagen. Hey. They're so busy gambling their money away. It's quiet now. Notice if I take a bit. I saw something. Just deal me another hand.
Liegt der da gut? Ich glaube nicht, oder? Obwohl, hier kommt ja eigentlich keiner hin. Don't start thinking, I'm gonna forget about you. I'm gonna sick the dogs on you when I find you. Der dreht sich jetzt bestimmt wieder um, so wie ich mein Glück kenne, ne? Ja, hey! Natürlich. Take this! Okay. Scheiße. I'm gonna sick the dogs on you when I find you. Ja, die liegen halt so ein bisschen versteckt, aber halt nicht so ganz 100 pro, deswegen weiß ich nicht. Ich meine, hier bin ich im Dunkeln, um es nochmal kurz zu checken. Die Frage ist, ob die in der Diebesgilde Alarme haben. Alarm! Das kann ich halt nicht einschätzen. Ich meine, das wäre eigentlich ein bisschen widersprüchlich, aber gut. Türen und ich. Das ist immer ein bisschen schwierig hier. Was haben wir denn da eigentlich eingesammelt? Casino-Schlüssel. Das klingt sehr verlockend. Bisschen gamblen. Ach, hier ist ja, genau, das ist ja so ein unterirdisches Casino im Prinzip auch. Cool. Ich gehe dann doch nochmal durch den Raum ein bisschen besser durch. Ein bisschen genauer. Und zum Glück gibt es hier auch Teppiche, auf denen wir laufen können. Da hinten müssen wir auch noch rein. What's that? Oh, is someone over there? Ach Quatsch. Sorry, I made a fuss. Na, hier ist keine Tür, das ist das Blöde. Guess it was nothing. Was abfallen? Hey, what the hell are you doing here? You! Oh, what was that? Help, help! You won't stay hidden for long, Taffer. Naja. Ja. Bam! Scheiße. Ich könnte sie ablenken damit, ne? Will ich das? Dann könnte ich da rein. Who knows what it was? Don't know what it was, and it's gone now. Da war ich noch nicht drin. Ich glaube, ich lösche den Kamin hier mal aus. Sagt man das so? Ich mache den Kamin aus. Ach, Garrett, der Hund. So. Schon besser.
Auch wenn es längst nicht so viel gebracht hat, wie ich mir gewünscht hätte, aber wann ist das schon mal so? Jetzt müsste hier nur noch einer sein, glaube ich, denke ich. What's that? Huh? Who's that? Garrett! Ja. Scheiße. Okay. Müssen wir irgendwie anders machen? Da hinten ist einer. Uns mal ein bisschen umschauen und schauen, was wir für Möglichkeiten hätten. Okay, das ist einfach nur dieser Gang hier. Wir versuchen einfach mal ein bisschen was. Is someone there? Das sind zwei, ne? Ja. Mist. Ja, ich muss die, glaube ich, irgendwie weglocken. Vor mich. Das ist auch wieder so geil, ne? Hier ist wieder ein super Beispiel. Dunkel, dunkel, dunkel. Und ich bin gut sichtbar. Aber gut. Alles, ne? Wie gesagt, ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt. Und ich meine das auch so. Alles vollkommen okay, ne? Soll ja auch ein bisschen knackiger sein und so ein bisschen schwieriger dadurch, verstehe ich alles. Und außerdem, und das berücksichtige ich auch immer bei solchen Sachen, es ist halt ein älteres Spiel, das muss man halt auch dazu sagen. Es ist auch das erste seiner Reihe, das heißt, sie hatten noch nicht so wirklich viel Erfahrung mit dieser ganzen Mechanik, also auch das, ne? Hier und da merke ich mal solche Sachen an, habe ich ja auch schon im Laufe des Let's Plays gemacht, aber ich versuche halt auch immer fair zu bleiben. Natürlich bin ich auch selber manchmal, ja, doof. Tja. Boah, ich weiß nicht. Obwohl doch, ich habe eine Idee, was ich machen möchte. Zumindest könnten wir dann die beiden Flitzpiepen hier etwas auseinander... Alter, was für ein Stapel hier. Auseinanderziehen. Und zwar gibt es hier hinten ja noch eine weitere Tür, wo wir noch nicht drin waren. Wo wir, glaube ich, zu dem einen Typi kommen, der da steht. Das Problem ist, dass sie sich hier gegenseitig immer anschauen. Und das macht es nicht einfacher. Casino. Restaurantschlüssel? Nein. Casino-Schlüssel? Ach, jetzt bin ich wieder hier oben, ne? Ach, guck mal. Oder? Ja, jetzt bin ich wieder hier oben. Ja, schade, die Tür hat nicht dahin geführt, wo ich eigentlich gehofft hatte. Das macht's jetzt nicht leichter. Das ist jetzt nicht so gut. Ist jetzt wirklich nicht so gut. Hier habe ich auch nichts, womit ich sie weglocken kann. Habe ich. Ich habe nicht so ganz gesehen, wo ich hier einen Rope Arrow benutzen könnte, sinnvoll. Ich meine, theoretisch gesehen hier oben. Ich könnte mir. Hier. Könnte ich mir einen hochschießen. Da ist auch noch ein anderes Gitter, aber das kriege ich, glaube ich, so nicht auf.
Ich möchte es mal ausprobieren. Ich weiß halt auch noch nicht, brauchen wir da... Ah. Ein... Also können wir die nur ans Holz schießen wahrscheinlich, ne? Hallo? Okay. Oh. Aber wir kriegen das hier nicht. Kommen wir hier so nicht rein. Außerdem ist das doch... Ach, das ist wieder dasselbe Ding, wo wir schon waren letztendlich. Was war das? Okay, irgendwie habe ich den Trigger jetzt übersprungen für die Musik. Haha, auch geil. Ja. Es wird nicht einfacher. Who's there? Hello? Hey, was something did there? You see that? Huh. Too many damn rats around here. Okay, das war jetzt echt glücklich. Das war jetzt echt sehr glücklich. Typi. Warum habt ihr alle elektrisches Licht hier? Seid doch nicht so fortschrittlich. Nehmt doch einfach Fackeln oder so. Noch mehr. Tja. Ich glaube, ich muss das von hier hinten. Ich muss, glaube ich, ein bisschen eine Detour, so ein bisschen so einen Umweg nehmen hier. Das hinkriege. Oh my god. What the hell? Smell down here. Dürfte ich irgendwie hier vielleicht rein? Nein, ich will nicht. I thought I heard something. Nein. What's that? Something's going. Get over here. An intruder got inside. Ja, natürlich. We have an intruder. Da ist eine Tür. Scared, huh? I think there was something a while back. Damn, where did he go? Save me. There's someone here. Woher wisst ihr, dass ich das bin? Stay alert. Something's going on. Das ist doch Schwachfug. Help, help! Don't let him get me! Natürlich ist die Tür abgeschlossen. Wäre auch zu schön gewesen. We have an intruder! Kann gut sein, dass ich mich jetzt verquicksaved habe, gerade eben. Scared, huh? We got an intruder. I'm sure of it. He's vanished. Hau ab. Was für komische Zuckung. Nu, mach mal weg hier. Scared, huh? Nö. Zähl doch keine Lügen. Weißt du, was du bist? Lügentuße, dat bisse. Jo, mach mal weg hier.
Oder willst du Party machen? Ich kann mich zumindest nicht sehen gerade anscheinend. Oder er kommt nicht an mich ran. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Ich kann es nicht ganz deuten. Ich hoffe, er beruhigt sich irgendwann mal wieder.